den schon. Im Prinzip reichen noch Bilder hiervon, oder? Ja. Das hier ist die Gamescom noch am Mittwoch vor der Business Area. Und morgen machen wir das exakt gleiche nochmal und das sieht hier garantiert anders aus. Freie Wege. Unglaublich. Da gehen wir gleich auch sicherlich noch mal rein und gucken uns den ganzen Spaß an. Oder wir gucken direkt mal rein. Ich würde sagen, das bietet sich, glaube ich, an. Und links direkt daneben ist dann Kid Boss 2 mit David. Das ist der Chronic mit einem Kaffee am Morgen, ja. Und das ist Spaller. Viel zu früh. Nein, ja. Viel zu früh. Der hoffentlich gleich auch noch mit auf die Gamescom kommt. Natürlich. Und wir waren schon am Twitch-Stand. Kein Ramon aktuell. Ne? Ne, kommt erst hin. Ja, Community Manager bei der Arbeit. Ich streame quasi gerade, wie sie streamen. Ich filme, wie sie streamen. Und... Stream wäre impressive. Ja. Sag mal her. Was machst du da, Dotzer? Ich wollte nur wissen, wie das die ist, Qualität ist. Das ist Dotzers Charlie, den er sich gerade schon abgestaubt hat. Ja, ich habe mich riesig gefreut da drauf. Ich habe zwar schon einen. Mal gucken, vielleicht verlosen wir den noch. Vielleicht, ich habe noch mehr Wohnungen. So, New York, ja, wir ziehen sicherlich noch ein paar Chartmüschis ab. Ja, alles andere wäre fatal. Du bist jetzt übrigens gar nicht mehr dran gekommen im Periscope, ne? Nicht, ne? Ich stehe hier einfach ein bisschen. Wo ist da hinten? GW2 Community. Taishu, der so angetickert kommt. Und ja, das war's das erste hier von Twitch dann. Ich weiß nicht, wie gut man das erkennt, aber um euch mal so einen kleinen Eindruck zu geben, was Blizzard sich gönnt, ja, das ist tatsächlich der große Hearthstone-Stand hier. Darüber geht's dann zu Overwatch. Und da ganz hinter ist dann quasi noch der ganze Rest, heißt StarCraft, WoW, was man hier sonst noch so alles sieht. Die Schlange, selbst am Pressetag bei Overwatch, ist schon eine ganze Ecke länger als bei allen anderen Spielen. Da drin wird dann nochmal gewartet. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier mit der Kamera gut erkennen kann. Das heißt, erst steht man links, schön ein bisschen abseits des Hauptweges in der Schlange und dann rechts ebenfalls nochmal zu warten. Ich weiß gar nicht, wie vielen das da links tatsächlich bewusst ist. Einfach nur mal so ein kleiner Einblick in die Halle mit Blizzard, das ist auf jeden Fall groß. Ein Warcraft 3 Turnier. Ich glaube, es ist ewig her, dass ich sowas gesehen habe. Ich dachte, auch das nimmt man mal mit. Rechts am Rand, die Schaufenster. Und tatsächlich ein recht noch überschaubares Publikum, würde ich sagen. Aber es ist auf jeden Fall interessant, das zu sehen. World Cyber Arena ist in Halle 5-2. 5-2 oben. Also 5-0. Halle 10 oben, das ist dann mehr oder weniger die große Spielwiese. Wir haben hier rechts so eine kleine Go-Kart-Bahn. Mehr oder weniger, ich bin mir nicht ganz sicher, was das genau ist. Letztes Jahr war es immer eine Go-Kart-Bahn. Jetzt sieht das hier eher ein bisschen weird aus, was er da macht mit der Karre. Auf der anderen Seite dann direkt hier vorne, ihr hört vielleicht schon im Hintergrund Modellautos, ferngesteuerte, die hier ihre Rennen gegeneinander fahren. Unglaublich spannendes, intensives Duell. Wenn wir dann weiter durch die Halle 10 schauen, ist das hier vor allem Fressmeile und hinten sind die Retro-Games. Die Retro-Games werden auf jeden Fall noch einen ganz, ganz wichtigen Teil unserer Zeit hier einnehmen. Es ist immer wieder ein Highlight, auch Pac-Man, das Brettspiel und dieser ganze Kram. Ja, es sieht sehr, sehr leer aus. Diese Halle bleibt auch grundsätzlich immer ein bisschen leerer, aber ganz ehrlich,
Wenn ihr das hier morgen seht, vor allem auch Samstag und Sonntag, dann wisst ihr, was wirklich voll ist. Das ist, eigentlich wollte ich ein Foto machen, jetzt habe ich aber eine Aufnahme gestartet, auch nicht schlecht. Ich bin mir nicht ganz sicher, die neueste Blizzard-Kollektion, zumindest wirkt das so. Der Bademantel für zu Hause, der Hoodie, beziehungsweise das Hosenshirt, ich glaube, so ist es, glaube ich, ein bisschen angenehmer, wenn ich so rumlaufe. Ich weiß nicht, warum das hier steht, aber okay. Sieht auf jeden Fall interessant aus und das geht auch hier so weiter. Das ist so eine ganze Reihe von Blizzard-Sachen. So, it's nice. We made a statement in the Hamburg collection last year. Neymar was quite easy choice because he's a global star. Yeah, he's making a statement. Some people know him. This is it now. It's time. Come on, Lewandowski. This is Pro Evolution Soccer. Come on, Lewandowski. It's 97 minutes. Da hoffen wir dann morgen, Donnerstag, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und das ist am Ende der Stream der PC da unten. Und wer da sonst noch so rumtigert. Der Sputti ist ein lieber Mann und schaltet jetzt die Kamera an. Sie läuft schon. Ja, ich weiß. Du wolltest das fürs Nette sagen. Ich wollte sagen, ja, okay. Ich hab gesagt, du bist ein lieber Mann. Das ist das Ramon, kennt ihr aus dem Podcast? Community Manager. Gut, dann ist es das jetzt. Ich hatte genau 10 Sekunden Zeit, mich drauf vorzubereiten. Danke für Sputi, dass er hier auf der Gamescom ist. Er hat gerade live gestreamt. Danke für das gesamte... Nein, ich darf nicht. Achso, du darfst ihn nicht filmen. Warte. Hallo Manuela. So, aber dann nochmal von vorne. Nein, das ist vollkommen okay. Nee. Schneide am Ende dran rum. Schneidest du das raus? Das sind immer diese Fragen so von denen. Das schneidest du nachher raus. Ja. Es ist alles drin am Ende, was drin sein soll. Das wird das chaotischste Video, das wir der Monitor ist kaputt. Was? Der Monitor ist kaputt. Wolltet ihr schon einmal kaputt Monitor sehen? Hier. Ja, passt schon. Halt mal. Guild News, super Seite. Ich wollte nur, dass Ramon irgendwas nennt. Ich dachte, dass das vielleicht den einen oder anderen interessiert, auch wenn ich weiß, ob ihr vielleicht schon mal hier wart oder nicht. Das ist die Business Area. Gibt sicherlich den einen oder anderen von euch, der noch nie hier gewesen ist, vielleicht auch nie hier sein wird. Im Prinzip ist es nicht viel mehr als das. Einzelne kleine Kästen, Gebäude, whatever, in denen dann Interviews geführt werden, Pressevorführungen gegeben werden, etc. Der Flashpoint-Stand ist da hinten links. Das ist der, bei dem wir unter anderem mit ArenaNet reden werden, unser kleines Interview morgen führen und ja, dementsprechend, also so sieht es quasi hinter den Kulissen aus. Hier hat man dann so eine kleine Area zum Sitzen. An allen Ecken und Enden sind dann noch Cafés oder andere Dinge. Und ja, einfach mal so ein kleiner Einblick, wie es hier aussieht. Koch Media, links wie gesagt Flashpoint, Ubisoft, Blizzard, alles was halbwegs Rang und Namen hat. Vielleicht noch interessanteste Teil ist dann hier der etwas offenere Bereich, in dem es unter anderem ein Café, Nackenmassagen, Massagestühle und andere komische Dinge gibt. Einfach mal so für die, die es interessiert. In denen man sich selbst in der Kamera hat, bin ich irgendwie hundsmiserabel. Aber ich probiere das Ganze trotzdem. Ich weiß gar nicht, wie gut man mich hier in dieser Situation hört. Aber das ist mein persönliches Fazit Tag 1. Das ist von oben, ist glaube ich schöner, oder? Es war extrem geil. Wir lassen den Tag jetzt noch ausklingen mit ein bisschen Retro-Games. Wir haben nicht viel angespielt, wie jedes Jahr, sondern vor allem halt ein paar Termine gehabt, ein paar Aufgaben. Erstmal das Treffen mit den ganzen Leuten und so weiter. Aber es ist extrem geil. Es ist jedes Jahr aufs Neue extrem geil. Und ich würde sagen, gelungener Mittwoch, auf zum Donnerstag. Und der eine oder andere wird sagen, scheiße, du wackelst mit deiner Kamera, scheiße, du bist ein inkompetenter Mongo. Ja. Ich habe sowas aber noch nie gemacht. Bye.